Ich bin heute am linken Ufer vom Lac de Joux unterwegs. Es war eine sehr interessante Wanderung, leider am Anfang sehr oft auf Straßen. Aber am Schluss hatte ich ganz schöne Singelpfade, etwa so ab der Hälfte. Mein größtes Highlight von heute, ich habe noch ein paar Gämsen beim Futtern gesehen. Das war ganz interessant, es sind doch Wildtiere. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ein Abstecher hat sich gelohnt. Wunderbarer Ausblick auf den Lac de Joux. Übrigens hier vorne, über diesen Hang, führt mein heutiger Wanderweg. Dort vorne, das Dorf Le Pot, ist schon mein Ziel.
hier. Fängt jetzt die Steigung an. Muss jetzt auf diesen Hügel hoch. Da unten Felsen quasi den Weg sperren. Also man kommt unten gar nicht durch. Das Dorf Le Lieu. Und da ganz hinten am Horizont entlang läuft die Grenze Schweiz-Frankreich. Leider kann ich hier nicht vom See filmen, da ich immer im Wald bin. Und der See wäre da unten. Vielleicht kann man ihn ein bisschen durch die Bäume ergattern. Ich mache dann später nochmal ein paar Bilder vom See. Bin jetzt schon lange ganz oben gewesen. Ich habe schon wieder langsam mit dem Abstieg begonnen. Hier so typische Juraweiden. Da sogar noch ein Unterstand. Ich komme mein Ziel immer näher. Da hier vorne ist es schon. Vorne ist mein Zielbahnhof. Ich bin jetzt erreicht. Mein Bahnhof. Yeah.